Heute ist wieder Mittwoch und somit haben wir wieder mal eine Nintendo News, wobei das eigentlich gar nicht stimmt, denn das Format kommt eigentlich dann, wann ich das will, aber gut, es passt halt eben gerade. Heute geht es auf jeden Fall um Rekordsummen richtig teuren Stuff, den wir wahrscheinlich gar nicht brauchen und den wir uns wahrscheinlich eh nicht leisten können. Dann um kostenlosen Stuff, das können wir uns natürlich immer leisten. Und EA hat mal wieder was vor mit uns Nintendo Switch-Freunde, was uns nicht so wirklich freuen wird. Ja, und dann schauen wir uns nochmal an, ob das Joy-Con-Drift-Problem auf der Nintendo Switch OLED auch noch bestehen bleibt, denn irgendwie sieht es wohl danach aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber hier ist es super, super schwül. Ich klebe irgendwie förmlich an dem Stuhl fest. Und wenn ihr natürlich neu auf dem Kanal seid, dann dürft ihr natürlich auch ein kostenloses Abo dalassen. Und was jetzt der Stuhl und das Abo und keine Ahnung. Es geht, wie gesagt, mal um Rekordsummen, denn The Legend of Zelda bringt eine Rekordsumme bei einer Versteigerung ein. Das Auktionshaus Heritage Auctions hat eine Cartridge von The Legend of Zelda von 1987 für 870.000 Euro, Dollar, versteigert. Das sind gut 740.000 Euro. Es war bis dahin dann das teuerste versteigerte Spiel. Aber dann kam natürlich ein anderes Spiel, was das mal kurz überboten hat. Und da habe ich kurz mal mit den Ohren geschlackert. Denn es geht um Super Mario 64, bringt einfach mal 1,56 Millionen Dollar. Das sind 1,3 Millionen Euro für ein Spiel Super Mario 64. Natürlich in geschlossener Verpackung und sonstiges. Man kann sich natürlich da fragen, so ich frage mich, ich komme ja auch aus dieser Zeit, warum zum Teufel habe ich diese Dinge aufgemacht? Ich wäre jetzt einfach mal Millionär. Es ist ja einfach unfassbar. Also es ist wirklich unglaublich. Ich glaube davor, im April oder wann das war, oder im März war das nochmal, da ging ja auch schon mal ein Spiel für 660.000 Dollar über den Tisch. Ich glaube, das war damals Super Mario Bros. Auch natürlich immer original verpackt und bei The Legend of Zelda war es jetzt auch so, dass es eine Version war, die nicht so häufig hergestellt wurde. Gab es nur ein paar Stück von und dann nachher wurde die Revision A davon hergestellt. Nichtsdestotrotz sind das natürlich Preise, wo ich mir wirklich mal irgendwo an den Kopf packe. Natürlich, gut, wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man sich das ja mal gerne kaufen. Aber diese Preise, ich meine 660.000 Dollar, 870.000 Dollar und dann einfach mal 1,5 Millionen Dollar? Also 1,3 Millionen Euro? Ich habe keine Ahnung, wo das hingeht. Man hat ja schon mal in der Vergangenheit gehört, dass es ein paar andere Sachen gab, jetzt nicht in der Videospielbranche, dass es natürlich hoch versteigert wird, aber für Videospiele ist das mal einfach mal eine neue Dimension. Da könnt ihr mir einfach mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr von so irrwitzigen Summen einfach bei Versteigerungen einfach haltet. Dann machen wir einfach mal kostspielig weiter, denn Tag Heuer, vielleicht kennt das eine oder andere, die machen so ganz, ganz günstige Uhren, ja, ganz günstige Uhren, bringen einen Super Mario Limited Edition auf den Markt, die schon cool aussieht, muss man sagen. Allerdings komme ich nachher mal zu dem Preis und dann ist sie wahrscheinlich gar nicht mehr so cool. Damit man mehr Antrieb beim Gang um den Block bekommt, so, macht die Tag Heuer in der Super Mario Limited Edition auch diverse Animationen von den Marios. Ab einer bestimmten Grenze bekommt zum Beispiel ein Superpilz für mehr Größe oder Stärke oder es muss in einer Röhre das Schritttempo des Klempners gehalten werden. Bei 9 Uhr leuchtet der Stern und all so ein Schnickschnack, was wir wahrscheinlich gar nicht brauchen, was aber natürlich nicht so uncool aussehen. Das Problem bei Tag Heuer ist, dass die Uhren nicht ganz so günstig sein wird. Und man wird vermutet hier auch irgendwas zwischen 2.000 und 2.500 Euro für eine Uhr ausgeben. Also ich habe noch nicht mal eine Uhr. Und ich besitze auch, glaube ich, keine Uhr, weil ich habe ein Handy. Ich meine, wenn ich wissen will, wie spät es ist, gucke ich aufs Handy. Aber es ist immer auch faszinierend zu sehen, dass es viele Leute gibt, die total auf Uhren abfahren. Ist ja auch in Ordnung. Und sich auch wirklich teure Uhren kaufen. Ich bin eher so ein Mensch, ich brauche keine Uhren. Was seid ihr für Mensch? Braucht ihr eine Uhr? Braucht ihr keine Uhr? Wie gesagt, ich akzeptiere beide Meinungen. Ja? Also ich brauche definitiv keine Uhr. Es stört mich auch einfach massiv, irgend sowas am Handgelenk zu haben. Auf jeden Fall, wenn ihr Interesse habt an der Tag Heuer, ich verlinke euch einfach mal den Beitrag unten in der Videobeschreibung. So, nach dem ganzen teuren Stuff müssen wir natürlich auch irgendwas Günstiges einbauen. Und da habe ich mir gesagt, gut, da geht es natürlich um ein kostenloses Game. Und ich glaube, ich habe das auch irgendwann schon mal hier vorgestellt in irgendeiner News-Switch-Spiele-Ankündigung oder sonst irgendwas. Denn es geht um das Spiel Sky Children of the Light, was ja eigentlich ein Mobile-Game ist und es eben jetzt auch auf die Switch gekommen ist. Eigentlich schon ein bisschen länger. Ich glaube, im Juni ist es gekommen. Allerdings wollte ich es mir auch mal angucken und da habe ich gesagt, naja, vielleicht wisst der eine oder andere das ja auch noch nicht, dass es das wirklich kostenlos ist.
kostenlos gibt. Und deswegen wollte ich euch Bescheid sagen. Natürlich so ganz, ganz kostenlos ist es nicht, denn vorausgesetzt wird natürlich eine Nintendo Online Mitgliedschaft. Aber wenn ihr diese habt, dann könnt ihr es euch tatsächlich auch kostenlos im eShop herunterladen. Bei Sky Children of the Light handelt es sich um ein Indie-Abenteuer mit einer offenen Welt. Wir haben dabei die Aufgabe, die Umgebung zu erkunden und Lichter zu entzünden, um gefallene Sterne zurück in ihre Konstellation zu bringen. Ja, was immer das auch heißen mag. Ziemlich cool auf jeden Fall ist auf jeden Fall dabei, dass es ein Open-World-Koop-Abenteuer ist mit bis zu 8 Personen, was mir schon eher mal zusagt, muss ich sagen. Und es ist natürlich Free-to-Play, aber natürlich können wir auch wieder kosmetische Gegenstände oder was auch immer auch noch käuflich erwerben. Wer das möchte, kann das natürlich auch tun. Und da wir natürlich vielleicht immer nicht angewiesen sein wollen auf Spiele auf der Switch, ist es auch cross-plattformfähig und somit können wir sogar mit anderen Spielern, Freunden, Family oder sonstiges, die das vielleicht nur auf dem Mobile-Phone oder auf dem Smartphone spielen, auch mit denen connecten und zusammenspielen. Wie gesagt, so richtiges Thema, also ich weiß nicht ganz genau, worum es geht, ich habe es mir auch noch nicht angeguckt, ich werde es aber, glaube ich, jetzt mal wirklich runterladen, einfach mal testen. Es geht ja so irgendwie so um Mitgefühl und Freundschaft, also sowas von mein Ding, ha? Da wisst ihr ja auf jeden Fall Bescheid. Tu mir einen Gefallen, jetzt hör auf zu lügen! Und wer das Game schon bereits am Smartphone gespielt hat, der kann sich einfach den Spielstand auf seine Switch laden. Ja, man kann die Konten miteinander verbinden. Lasse ich vielleicht auch mal eine Beschreibung unten in der Videobeschreibung, in der Beschreibung in der Beschreibung. Ja, das passt schon irgendwie. Auf jeden Fall habt ihr dann euren Fortschritt auch auf der Switch, was ziemlich cool ist, denn dann müsst ihr einfach nicht neu anfangen. Am Freitag ist es soweit. The Legend of Zelda Skyward Sword HD Remastered erscheint. Und natürlich streame ich das Ganze auch auf Twitch. Und wer mir auf Twitch noch nicht folgt, der kann das auch natürlich gerne machen. Link ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Die Videobeschreibung wird diesmal richtig knüppelsvoll, habe ich das Gefühl, was ich da alles reinpacken will. Aber ich wollte einfach nur Bescheid sagen. Es kommt online, es kommt online. Es kommt natürlich raus. Und ich weiß, es gibt viele Diskussionen. Für mich ist es cool, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe es auf der Wii nie wirklich gespielt. Ich habe es mal gespielt, aber dieses Motion Control, seid mal ehrlich, man konnte die Kamera nicht bewegen und alles immer mit diesem ZR und immer ausrichten, es hat doch total genervt. Also ich weiß nicht, ich kenne nicht viele, die das durchgespielt haben. Alle, die das durchgespielt haben mit der Motion Control, ruhig, langsam, mit dem Motion Control, ja, habt ihr auf jeden Fall einen fetten Respekt von mir verdient, denn für mich war das ein absolutes No-Go. Und jetzt muss ich über meine Freunde reden. Nein, nicht Nintendo. Nee, und zwar ist EA gemeint. Einige wissen ja, dass ich vor diesem ganzen YouTube-Kram hier, ich wahnsinnig viel FIFA Ultimate Team gespielt habe, aber natürlich nicht auf der Switch, sondern auf der Konsole. Und ja, es kommt natürlich wieder auch der nächste FIFA-Teil raus am 1. Oktober und natürlich kommt auch wieder mal ein Teil auf die Switch. Aber was bekommen wir wieder? Genau, FIFA 22. Ist es jetzt echt 22? Ja, FIFA 22, aber natürlich nur in einer Legacy Edition. Im Übrigen, FIFA 21 war auch eine Legacy Edition. Und FIFA 20, ah ja, war auch eine Legacy Edition. Und FIFA 19 war eigentlich das, wo wir wirklich mal neues Gameplay bekommen haben. Wer nicht ganz genau weiß, was Legacy Edition eigentlich sind, im Prinzip behalten wir nur das Gameplay, bleibt alles identisch, vielleicht ein bisschen Menü und eigentlich nur die Kader-Updates. Es wird aber sonst nichts an dem Spiel gemacht. Das heißt, ihr habt überhaupt gar keinen Aufwand, seit 3 Jahren die FIFA-Version auf die Switch zu bringen. Bringt dann das aber immer zum Vollpreis. Ich meine, die sind ja sogar noch abgezockter als Nintendo. Allerdings soll FIFA 22 diesmal wohl für $39,99 angeboten werden. Und da gehen wir einfach mal davon aus, dass es hier eben halt auch 40 € kosten wird. Man muss aber ganz klar sagen, wenn ihr FIFA 21 besitzt oder FIFA 20 besitzt oder auch FIFA 19 besitzt und euch es total egal ist, ob der Kader aktuell ist oder nicht, denn nur das bedeutet im Prinzip das Legacy Update, dann bitte kauft es euch einfach nicht, denn ihr habt einfach nichts mehr davon und ich verstehe es einfach nicht, EA, ganz ehrlich, dann lasst es einfach bleiben oder wenn, dann müsst ihr es wirklich für ein paar Euro ein Update nachliefern, weil das ist einfach eine Frechheit. Also wie gesagt, da schneidet ihr Nintendo, nee, ihr schneidet nicht, sondern ihr schneidet noch besser als Nintendo ab. Und das ist schon manchmal gar nicht so einfach. Und dann kommen wir neu zu dem neuen Modell der Switch, des OLED, was natürlich am 8. Oktober erscheint und um den möglichen Joy-Con Rift. Ich habe mir da eigentlich gar nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, aber dann habe ich bei The Verge ein Interview gelesen, wo nachgefragt worden ist, wegen so, was ist alles neu oder wurde irgendwas verbessert bezüglich der Joy-Cons. Und ja, Nintendo hat dazu Folgendes gesagt, die Konfiguration und Funktionalität der Joy-Con-Controller hat sich bei der Nintendo Switch OLED-Model nicht geändert. Direkt beantwortet die Nintendo damit nicht die Frage, aber wenn sich nichts geändert hat,
dann heißt es auch, dass wir mit dem Joy-Con-Drift leben müssten. Was eine absolute Dreistigkeit wäre von Nintendo tatsächlich, weil man ja offensichtlich weiß, dass da ein Problem gibt. Und ich meine, es gibt ja auch genug Klagen gegen Nintendo bezüglich des Joy-Con-Drift. Da sind ja schon einige Verfahren anhängig von einigen Gerichten. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, sollte das so sein? Man weiß es natürlich nicht. Ich meine, Nintendo hätte ja auch sagen können, nein, wir haben das behoben, machen sie aber nicht. Also deutet ja vieles eher darauf hin, dass dieses Problem also weiterhin besteht. Ich meine, wenn man doch irgendwas löst, ein Problem, dann sagt man doch, ja, wir wussten von dem Joy-Con-Drift in der neuen OLED-Model, ist es nicht mehr vorhanden. Da sagt man doch nicht sowas, die Konfiguration und Funktionalität der Joy-Con-Controller hat sich bei der Nintendo Switch OLED-Model nicht geändert. Ey, was für ein Marketing-Fuzzi spricht denn da eigentlich? Also hat es sich wahrscheinlich nichts geändert und wir müssen mit dem Joy-Con-Drift leben. Wenn das so ist, ist das eine Frechheit hoch 10. Und da möchte ich auch mal gerne eure Meinung einfach wissen, die ihr natürlich wie immer in die Kommentare schreiben könnt, ja, wie ihr das Ganze seht, sollte es so sein. Es ist natürlich nicht bestätigt, aber wie gesagt, nochmal, warum sollte man es nicht sonst erwähnen, wenn es behoben wäre? Ich muss ehrlich sagen, mir fällt dazu nichts mehr ein, deswegen bin ich auch raus. Haut rein!